Dobar dan. Hrvatski političari, komunalci i ekološki aktivisti često se ne slažu oko toga koliko možemo razdvojiti otpada pred našim kućanstvima. No, otok Krk je u samo nekoliko godina stigao do 30% razdvojenog otpada. A kako preko 50%? O tome smo razgovarali s voditeljem komunalnog poduzeća grada Münstera, gospodinom Patrikom Hasenkampom. Herr Hasenkamp, wie viele Einwohner hat Münster und wie viel Müll entsteht dort? Wie viel Prozent davon trennen die Einwohner? Wir haben 280.000 Einwohner etwa offiziell. Wir haben aber gut 55.000 Studenten in der Stadt, sodass wir de facto davon ausgehen, dass knapp 300.000 Menschen sich aufhalten, zumindest saisonal bei uns. Wir produzieren brutto über alle Abfälle, alle Wertstoffe etwa 195.000 Tonnen pro Jahr. 83% davon werden faktisch verwertet. Wie habt ihr die deponierten Abfallmengen von 300.000 Tonnen auf 30.000 Tonnen reduziert? Im Wesentlichen sind das drei Faktoren. Zum einen haben wir über den Preis angesichts eines knappen Deponieraums, den wir auch Anfang der 90er Jahre noch hatten, den Preis erhöht und den Anreiz für Bürger, Gewerbe, Handel, Betriebe gegeben, auch über eigene Verwertungsmöglichkeiten nachzudenken, dass die Bauwirtschaft eben den Abbruch nicht mehr auf die Deponie bringt, sondern aufbereitet, Boden nicht mehr ablagert, sondern wiederverwendet, Produktionsabfälle vermeidet oder die Bürger entsprechend anfangen, Getrennterfassungssysteme zu nutzen. Das ist der Punkt 2. Wir mussten also Getrennterfassungssysteme anbieten. Das heißt, bei uns gibt es standardmäßig neben der klassischen Restmülltonne eine Biotonne, die wöchentlich die nassen Haushaltsabfälle absammelt. Wir haben die Papiertonne bei uns eingeführt an den Haushalten. Wir sammeln Verkaufsverpackungen separat. Wir kommen alle 4 Wochen und sammeln Sperrgut, Grünabfall, große Elektrogeräte separat. Und wir bieten ein sehr engmaschiges Netz von Recyclinghöfen. Von der Philosophie her sollte jeder Bürger nicht weiter als 3 Kilometer bis zu seinem nächsten Recyclinghof haben, wo dort eben auch noch andere Wertstoffe und Materialien kostenfrei abgegeben werden können. Allein darüber sammeln wir jedes Jahr gut 25.000 Tonnen. Um wie viel Prozent haben Sie Preis erhöht? Wie viel kostet ein nachhaltiger Abfall? Wenn man das im Grunde genommen auf den Deponiepreis bezieht oder den Behandlungspreis, dann hat er sich also vervielfacht. Also wenn ich Anfang der 90er Jahre noch umgerechnet 10 Euro pro Tonne Ablagerung bezahlen konnte, muss ich heute für die Endbehandlung in einem komplexen System gut 200 Euro bezahlen. Wie kann man die Entstehung von Müll vermeiden? Zum Beispiel, indem man einen monetären Anreiz gibt, dass man die Systeme, die Wertstoffe erfassen, kostenfrei oder kostengünstig gestaltet und nur die, die dann eben eine teure Behandlung für die Restabfallbeseitigung erfordern, kostenpflichtig oder mit hohen Kosten belegt. Oder parallel begleitet in Deutschland wurde das natürlich auch durch eine nationale Gesetzgebung. Wir wurden gefordert, als öffentliche Betriebe, als Städte und Gemeinden entsprechende Anlagen zu bauen. Die mussten bis 2005 realisiert werden. Die kosten natürlich Geld und dieses Geld muss über die Bürgerinnen und Bürger oder die Betriebe wieder refinanziert werden. Und darüber ist ein Anreizsystem entstanden, tatsächlich auch Abfälle weitestgehend zu vermeiden oder, wenn sie nicht zu vermeiden sind, auch zu verwerten. Können Sie die Kosten zwischen dem derzeitigen System in München mit einer mit Müllverbrennungsanlage vergleichen? Ist in etwa gleich. Also wenn ich das bei uns in Nordrhein-Westfalen vergleiche, liegen wir mit den durchschnittlichen Haushaltskosten. Wir ermitteln pro Jahr einen Durchschnittspreis von etwa 70 Euro pro Person und Jahr für das komplette abfallwirtschaftliche Paket. Das ist so im unteren Drittel dessen, was im Prinzip in Nordrhein-Westfalen auch in den Gemeinden bezahlt werden muss, in denen Müllverbrennung praktiziert wird. Deutschlandweit haben wir etwa zurzeit 60 mechanisch-biologische Restabfallsysteme, die bilden eine Basis, ähnlich wie es in Münster der Fall ist. Es gibt natürlich viele Gemeinden noch oder mehr Gemeinden, die haben Müllverbrennungsanlagen. Die bieten einen großen Investaufwand natürlich, sind nicht ganz so flexibel, können aber aufgrund der durchgesetzten Mengen auch relativ preiswert natürlich Müll verbrennen. Man muss wissen, möchte ich ein Gewicht auf die größere Ökologie und, sage ich mal, die Flexibilität legen oder möchte ich eher dem alten Gedanken beseitigen und das möglichst sicher und kostengünstig folgen, dann baue ich vielleicht eher eine Müllverbrennungsanlage. Hat man bei Ihnen in Münster die Errichtung einer Müllverbrennungsanlage vorgeschlagen und wie wurden diese Vorschläge verhindert? Ja, vorgeschlagen ist noch etwas untertrieben. Der damalige Landesumweltminister des Landes Nordrhein-Westfalen
wollte uns gerichtlich zwingen, entsprechend eine Müllverbrennungsanlage zu bauen. Die wäre auch von den Kapazitäten größer geworden als heute die mechanisch-biologische Restabfallbehandlung. Das haben wir gerichtlich oder dem sind wir gerichtlich entgegengetreten, haben vor Gericht gewonnen, sodass wir tatsächlich unser Abfallwirtschaftskonzept so ändern konnten, dass wir mechanisch-biologisch unseren Abfall behandeln. Es ging also nur über den Rechtsweg, dass wir das Ganze realisieren konnten. Wie weit kann man die Emissionen von Methan aus der Deponie mit Hilfe des Modells der Müllentsorgung aus Münster vermeiden? Es sind eigentlich zwei Dinge. Die Deponie-Emissionen werden schon dadurch verhindert, dass wir in Deutschland ab 2005 ein Deponieverbot für organische Abfälle haben. Dazu gibt es technische Normen und Vorgaben im Genehmigungsrecht, dass die Deponien abgedichtet werden müssen und die Gase, die dort entstehen, erfasst werden und verwertet werden. In Münster machen wir das auch. Aus den alten Deponien wird das Gas abgesaugt, wird Strom und Wärme produziert. Und dadurch, dass wir eine Behandlung haben, egal ob Müllverbrennung oder mechanisch-biologisch, die biologische Aktivität in dem Deponiematerial einfach ausschließt, haben wir für die Zukunft keine Deponiegasprobleme mehr. Das gilt aber genauso für Verbrennungsaschen, die ja im Grunde die Organik verbrannt haben, wie bei uns für den sogenannten MBA-Output, der dann im Prinzip biologisch inaktiv abgelagert werden kann. Was ist für die Errichtung des Systems der nachhaltigen Abfallwirtschaft notwendig? Vieles. Also man muss erstmal die gesamte Logistik vorhalten. Es müssen getrennt Erfassungssysteme an den Haushalten eingerichtet werden, also mehr Tonnensysteme geschaffen werden für Restmüll, Biomüll, Papiertonnen, für Leichtverpackungen oder gegebenenfalls zukünftig auch noch für andere Wertstofftonnensysteme. Sowas läuft beispielsweise hier auf Ihrer Insel Krück. Da ist sowas schon mal als Modellversuch umgesetzt worden. Dann müssen die korrespondierenden Verwertungsanlagen da sein. Es muss eine Kompostierung oder Vergärung für die Bioabfälle aufgebaut werden. Es muss ein Markt oder eine Sortieranlage erstmal für die Papiere vorhanden sein und ein Markt für den Absatz der Papiere. Die Leichtverpackungen müssen sortiert und in den Markt zurückgeführt werden, bis dann hinterher auch natürlich noch eine Restabfallbehandlung in irgendeiner Form stattfinden muss, Verbrennung oder mechanisch-biologisch. Wie informiert ihr die Bevölkerung über die Mülltrennung? Wie viel Geld wird jährlich dafür ausgegeben? Was sollte man mit jenen Leuten tun, die sich weigern, den Müll zu trennen? Also wir informieren permanent, weil wir eine relativ junge Stadt mit einer hohen Fluktuation schon durch die vielen Studenten bedingt sind, geben wir viele mehrsprachige Informationen in die Häuser. Einmal im Jahr bekommt jeder Bürger entsprechende Medien ins Haus geschickt von uns, auch über einen sogenannten Entsorgungskalender. Wir informieren über das Internet, wir informieren mit Radiospots, mit Kinospots. Wir sind auch mit unseren Beratern und mittlerweile auch schon Aktionsprotagonisten eben auf großstädtischen Veranstaltungen, großen Märkten. Beim Karneval treten wir auf, um unsere Botschaften eben auch tatsächlich zu vermitteln. Der Aufwand dafür insgesamt für die Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerberatung, Abfallberatung beträgt etwa 2% unseres Gebührenhaushaltes, also aller Kosten, die wir in der Abfallwirtschaft haben. Zurzeit sind das rund 41 Millionen Euro pro Jahr, die wir für die gesamte Abfallwirtschaft brauchen. Davon 2% brauchen wir für die Manpower und Womanpower zur Beratung, für die Erstellung von Medien, für die Schaltung von Anzeigen, für die Information, die jährlich erforderlich ist. Und die ist insbesondere deswegen auch möglich und nötig, Entschuldigung, weil wir auch relativ zunehmend mehr Ethnien bei uns in der Stadt haben, sodass wir auch zunehmend in weiteren und mehr Sprachen einfach informieren müssen. Danke für den Interview. Bitte.